Wir sind wieder zurück bei Let's Play WWE 2K16 Karriere und ich habe mal ein bisschen am Entrance rumgefummelt, jawohl, aber bevor wir jetzt gleich das nächste Match gegen Tyler Breeze veranstalten, schauen wir uns mal ein bisschen das Aussehen unseres Charakters an. Und da habe ich ja gesagt, möchte ich unbedingt die Schuhe noch ein wenig editieren, weil die sind teilweise, also das ist nein. Einfach nein. Und wir werden auch gleich noch einen Spear als Signature-Move einstellen, weil so viele gewünscht haben, dass wir doch mal einen Spear nutzen. So. Ja, ansonsten bin ich natürlich super happy darüber, dass die WWE-Karriere so gut bei euch ankommt. Das finde ich ehrlich gesagt super. So, pass auf. Kleidung. Unterkörper, da müssen wir hin. So, und jetzt Unterteile. Wo sind wir hier? Da. Schuhe. So, was waren denn da für Schuhe im Moment an? Ganz kurios auf jeden Fall. Frage ist, was nehmen wir? Wäre es denn hiermit? Sowas könnte natürlich funktionieren. Das sind so halbhohe Stiefel. Zieh mal an da. Ja. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Schauen wir mal nach der Hauptfarbe. Ah, es gibt verschiedene Farben. Das ist schon mal super. Ah, man kann quasi hinten die Farbe auch beeinflussen. Hm. Da würde natürlich weiß ganz gut passen, ne? Aber das Hemd ist ja auch weiß. Die zweite Farbe ist wahrscheinlich die Haupt... Ach, das ist die Farbe. Hm, machen wir schwarz, ne? Das quasi nur hinten die Fersen dunkel sind. Und das ist ja hier, das ist klar. Das ist schwarz. So bleibt's auch. Okay. So, Material lassen wir, wie es ist. Weil das sieht irgendwie komisch aus, ne? Mit diesem... Warte mal. Hauptfarbe. Wir könnten dieses Braun hier nehmen. Das würde halt zur Jacke passen, ne? Zeig mal, wie sieht denn das aus? Ah, fuck. Ja... doch, ich denke, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, doch. So. Schienbeinschützer braucht man natürlich nicht. Socken, Knie schon, aber Schienbeinschützer? Das gab's vorher aber nicht, oder? Diese Option. Ich meine, wir brauchen keine, aber... interessiert mich jetzt gerade nur. Ich meine, aber das gab's vorher nicht, ne? Naja, keine Ahnung. Wir gucken mal bei Oberkörper. Wir können ja mal... Alter, mein Headset, Hilfe. Ah, Hilfe. So, wir können ja mal gucken bei Körper, Ketten und sowas, ob wir vielleicht noch eine Kette oder sowas anziehen? Hm, ich weiß nicht. Ich schwör's, so eine Ente? ETF? Hier, wie wär's denn mit sowas? Sowas? Nein, wir haben keine verbleibenden Punkte mehr. Nein! Penis! Okay, dann lassen wir das jetzt einfach so, wie es ist. Ich glaube, das ist okay. Die Schuhe sehen auf jeden Fall viel, viel besser aus als die, die wir vorher hatten. Jetzt müssen wir noch kurz das Moveset editieren. Und dann sind wir fertig. Aber. Na komm schon. Lad schneller. Ja, dann nehmen wir noch ein Spear. Wie gesagt, der passt, glaube ich, ganz gut zu ihm. Zu unserem Big Bad Luther. Der Kommentar hat so viele Likes bekommen. Da muss ich das einfach machen. So. Get you back. Na komm schon. Lad, Junge. Fähigkeiten. Nein, das war's nicht. Das war Moveset, genau. Normale Bearbeitung, genau. Ah. Und einige haben ja gesagt, wir sollen uns dann bald mal einen Manager aneignen. Machen wir natürlich, sobald wir genug Punkte haben. Ich weiß nicht, ob wir gleich schon Punkte für Manager ausgeben sollen, diese VP-Punkte, also diese... Wie heißen die eigentlich nochmal? Reise nicht mehr, hab's vergessen. Die lassen sich halt so schwer irgendwie... verdienen, ne? So, schauen wir mal. Dann machen wir den hier einfach raus, den Lufa-Kick. Und schauen wir mal, rennen. Starker Schlag, laufend sitzen, Ecke, Laufangriff.
Dann wütet an seiner Ecke, was geht im Lauf? Superkick. Ja. Ein Spear hätten wir gerne. Gibt's ja kein Spear. Hat man hier kein Spear? Weil ich guck lieber hier. Warte mal. So. Ne, Moment, null. So. Gucken wir mal hier. Ich weiß nicht, ich traue diesen ganzen Kategorien irgendwie nicht. Ich sage, dass es hier kein Spear gibt, Mann. Suplex, Sweet, Suplex City. Suplex, 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 Superkick, Superkick, Superkick. Sunset, ST, STO, STO, Spear, so hier müsste es gleich kommen, mit E. Spear, Speinbuster, Spear. Ah, scheiße, die gibt's nicht, Mann. Das ist, glaube ich, der Edge-Spear, oder? Aber es kann nicht sein, dass es hier keinen Spear mehr gibt, sonst so. Heißen die jetzt nur anders? Hello? Sharpshooter, Shining Wizard? Was ist Shining Wizard nochmal? Ach, der, genau. Samoan Drop haben wir hier noch. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung. Das ist ein STO, das ist das Sandhorn. Ich habe keine Ahnung. Running Spear, hier gab es nichts, ne? Wobei du beim Spear eigentlich immer rennst, also das ist eigentlich Schwachsinn. Was haben wir noch? Hang, Special, Rocker Dropper, RKO. Reverse DDT. Queen Suplex. Ne, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr wisst, wie der Spear hier normalerweise heißt, könnt ihr das natürlich gerne mal in die Kommentare posten. Dann lasse ich das jetzt erstmal, wie es ist. Und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie denn der Spear jetzt heißt. Weil das, das ist mir jetzt ein Rätsel, hör mal. So, jetzt kriegt ihr gleich den Entrance von Big Bad Luther präsentiert. Ich weiß, der ist jetzt vielleicht nicht so mega perfekt, aber ich habe echt keinen Song gefunden, der super passt. Das ist so ein bisschen das Problem. Und, naja, ihr werdet es gleich sehen. Also ich habe, wie gesagt, wirklich jetzt einen gescheiten Entrance-Song habe ich jetzt nicht wirklich gefunden. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob das passt oder nicht. Ich habe selber, habe ich ihn schon gesehen, mehrfach jetzt den Entrance. Ich finde, es passt. Es ist halt der Theme-Song von einer Diva, aber dieser Song hat ganz gut gepasst. So, weißt du? Guckt ihn euch einfach mal an und sagt mir eure Meinung. Und wenn es nicht gut ist, dann bin ich auch bereit, da nochmal ein bisschen was zu verändern. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Es ist jetzt nicht final. Sagt einfach mal, was Sache ist. Ja, vielleicht sehen wir den Entrance jetzt auch gar nicht, weil Tyler Breeze uns dann attackiert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Oh. The ref's calling for the match to start and here we... Oh no! Alter, es gibt gar keine Entrances. Krass. Naja, dann mal was halt so. Turned inside out with a huge clothesline. Well, I think it was an accident, but man, did that look painful. Pass mal auf. Das wäre jetzt mal ein Dirty Player. No, wait, hey. Nice reversal. Hey. And there's the Alter. Fuck, Mann. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich jetzt mit dem Basie attackieren. Shit, Mann. Let's talk briefly about Tyler Breeze. What hasn't been said already? Everybody's talking the unbelievable potential witness in here. Let's just sit back and enjoy. Na komm. He's really taking over this match. Was gibt das? Jawohl, einen wunderschönen Stomp gegen die Turnbuckles. This is hard to watch. This is gonna be bad. Nein!
Alter. Oh, noch ein. Wir haben ja schon mal gegen Tyler Breeze gewonnen in der letzten Folge. Haben wir gegen Tyler Breeze bei WWE Superstars gewonnen. Ich brech das Cover lieber ab. Weil der kommt ja dann eh wieder raus. Die Punkte gönne ich ihm nicht. Und ein wunderschöner Splat. Shiri, du musst aus dem Weg gehen, Junge. Du musst ein bisschen langsam machen, ein bisschen Ausdauer auftanken. Hey. Nein! Au! Lass mich! Und gegen den Hinterkopf. Hä, wieso zählt denn der an? ETF? Na, wir probieren es mal. Boah, wie viele Punkte man kriegt, wenn man aus dem Cover rauskommt, ne? Schon ein bisschen übertrieben. Wir warten ein bisschen, Aufdauer aufladen. Na komm. Greif ihn. Ah, es war so klar. Aua. Nicht covern. Das ist unfair. Boah, schön gekonnt. Eigentlich, das mit dem Kontern klappt. Sehr gut. Nein. Jetzt können wir gerade nicht kontern. Super. Ja, schöner Suplex. Von Tyler Breeze. Der ja momentan in echt in der Fehde mit Dolph Ziggler steckt. Auch wenn ich sagen muss, dass mir Tyler Breeze ehrlich gesagt böse auf den Sender geht. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, Freundchen. Jetzt gibt's den Finishing Move. Den Dirty Deeds. Ach so, nee, das ist ja gar nicht mehr der Dirty Deeds. Stimmt ja. Richtig. Das ist ja jetzt der Fireman's Carry irgendwas? Ich weiß es nicht. Was? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt er da schon wieder raus. Wie hat das denn jetzt funktioniert? Raff ich nicht. Wie der jetzt da... Hä? Ich war gerade in der Attacke und er kann mich dann plötzlich... Na, egal. Sehr gut. Das war ein Power-Konter. Nein! Aufpassen. Yo! Und Upbreaker! Ja, ein bisschen auf den Kopf drauf hier. Gotta be careful here. This isn't a no-disqualification match. Zack. Sehr gut. Und mal hoch da. Guck mal, was hinkriegen. Ich weiß es nicht. Ja, war klar. Das war zu viel. Ja, High Risk, genau. Zu viel gepokert sozusagen. Jetzt müssen wir aufpassen. Der hat einen Signature Move. Sauber. Ja. The more punishment he takes, the slower and slower he is getting back to his feet. Tyler Breeze is not just a fashion icon in the ring. He's a master manipulator and an expert opportunist. And of course, his own secret admirer. Why let details like that get in the way of it? Na toll. Michael, looking to catch him off guard. Quick ref count. Two, three. He did it. What a huge win. Alter. Look at this. This was a match that was unglaublich. Mesmerizing. Das ist echt unglaublich. Ich hoffe, von der Story her ist es nicht schlecht. Aber... Oh, what a spectacular match. Na egal. Scheiß drauf. Wir sind noch nicht fertig mit Tyler Breeze. So viel steht fest. Shoulders are down for three, and this one's in the books. That's the kind of win that makes you feel good about yourself. I couldn't agree more. What an amazing contest that was. Unglaublich. Naja.
Da verlieren wir halt. Das passiert. Das wird auch noch öfter passieren. Ich bin, wie gesagt, nebenbei schon so ein bisschen am Trainieren, aber ich setze auch nicht so, dass ich den ganzen Tag WWE 2K16 zocke. Also, ne, da muss man ein bisschen abwägen. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, ich finde es auch ganz gut, dass man halt mal ein Match verliert. Das ist zwar ärgerlich, dass es daran liegt, dass ich das Pin-System noch immer noch nicht so wirklich drauf habe. Also das Kick-Out-System, aber ganz ehrlich, es wäre doch langweilig, wenn wir wie bei WWE 2K15 jedes Match direkt gewinnen würden. Ja, das wäre ja dann wieder viel zu langweilig. Und deshalb, es ist so ganz okay. Wir haben ja das Match bei WWE Superstars gegen Tyler Breeze gewonnen. Also von daher, wir müssen da jetzt nicht irgendwie komplett dominant durch die WWE latschen. Trotzdem ärgerlich. So, es ist wieder WWE Superstars Time und wir müssen wahrscheinlich auch wieder kämpfen, schätze ich mal, ne? Ach du Scheiße. Oh oh. Da guck mal gerade nach den Eigenschaften. Ja, ein paar Pünktchen haben wir, aber nicht wirklich viel. Ich guck mal. Da kann ich gar nicht einsetzen. Okay. Na gut. Und Fähigkeiten. VC haben wir auch noch nicht so viele Punkte. Naja, warten wir mal noch. Erstmal noch ein bisschen kämpfen. Dann fighten wir gleich mal das nächste Match gegen. Ah, da können wir eingreifen. Ja. Tricky, Alter. Machen wir im laufenden Match. Achso, nee, kann ich nicht. Will ich ja gar nicht. Ich will ihn unterstützen. Okay. So, jetzt machen wir aber erstmal unser Match. Und vielleicht sehen wir dann jetzt endlich mal. Ich dachte gerade, er zeigt den Fuckfinger, Alter. Jetzt kämpfen wir gegen Hideo Itami. Und, ich bin sehr gespannt. Das Match müssen wir jetzt aber mal gewinnen. Also, so geht's jetzt nicht. Und ich hoffe mal, wir dürfen jetzt zum Ring kommen und ihr könnt euch den Entrance mal angucken. Aber wahrscheinlich attackiert uns Tyler Breeze gleich. Pass mal auf. Schauen wir mal. Das ist der Auftritt von Big Bad Luther. Ich weiß nicht, ob der Entrance jetzt geil ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber die Page-Mucke hat tatsächlich am besten von allen gepasst. Tut mir leid. Tut mir echt leid, aber die hat echt am besten gepasst. Sorry, aber es ging nicht anders. Und falls ihr jetzt vielleicht einen Vorschlag habt, aufgrund dieses Entrance, den ihr jetzt gesehen habt, könnt ihr natürlich gerne einen anderen Musikvorschlag posten. Schade, dass man seine eigene Mucke nicht benutzen kann. Naja, hier ist Hideo Itami. Listening to the reaction this guy gets from a crowd never gets old. This one has all the makings of a dream match, Michael. Ja, wir befinden uns ja jetzt hier auch gerade in Tokyo, Japan. Wundert mich natürlich, dass die Fans nicht auch aussehen wie Japaner, aber gut. Vielleicht finden wir uns ja in einem Little Japan irgendwo in Amerika. Ich weiß es nicht. So, ich drück mal weg, weil so spannend ist der Entrance jetzt nicht, der läuft nur in den Ring und sonst nix. Wie gesagt, ich fand den Entrance, ich finde den von jetzt gar nicht mal so schlecht, von Big Bad. Direkt mal zeigt, wer der Boss ist. Wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Entrance haltet. Und ansonsten verbessere ich den natürlich gerne und auch ganz wichtig, wo ist der andere Spear?
Oder wo sind die Spears? Wie heißen die? Irgendwie habe ich jetzt nicht so wirklich was gefunden. Kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie blind bin oder blöd, aber... Und das Spear habe ich nichts gefunden. Wow, Spinebuster, sehr schön. Nein, Vorsicht. Itami mit einem Konter. Und Power Reversal. Und jetzt wieder ein Konter. Jetzt geht's hin und her. Nein! Ouch. Oh man, that'll leave your neck hurting for a while. You know, Cole, I don't think you've ever been really stomped before, but I can tell you that it hurts a lot. And it hurts even more when the person stomping you is coming off the top rope. Like oh, schöner Konter von Itami. Well, we're on the move here. Außerhalb des Rings, boah. Mies. Nein. Quick thinking to avoid that. Und Suplex. Sehr schön. Doctor will be looking at that neck after this one. So, wir gehen zurück in den Ring. Schiri ist bei 6. And he brings the action back inside the ring. Na, per Ringecke. I think this is good strategy. Bums. Schönes Ding. Knock down. What a shot. Na mal hoch da. Hä? To your earlier point, I don't think I have to experience Hideo Itami's double foot stomp to know it hurts. All you have to Vorsicht. Do is look Itami mit einer Attacke. Yeah, story, und es gibt einen Back Suplex. Das vom kleinen Itami gegen den Big Bang Luther. Bombs. Nein, nicht treten. Hä, was machst du denn? Elbow, Mann. Zack. Und Konter. Itami. Vorsicht. Was gibt das? Ein Pin wahrscheinlich, wa? Oh, Gott sei Dank nicht. I have a feeling we're gonna see several more demonstrations like that before the night's over. Hör, was macht er jetzt? Boah. Aua. Au. Ey. Hideo Itami's plan has got him on a roll. Itami ist so ein bisschen gerade der dominantere im Match. Kontern krieg ich gerade nicht hin. Schön. Suplex. We're looking at complete domination here. Yeah. Wow. Sehr schön. He's still down after that. Was gibt das? Eine Powerbomb. And there's standing. The powerbomb. Oh man, this has got to be over. Und jetzt. Oh, this will bring him out. There's the leg drop bulldog. Man, this guy's party's over. Ah! Was steht? Da steht. Hilfe! Der hat einen Comeback-Move. Oh man, this is getting tough to watch. Look at his eyes. Was muss ich drücken? Exploding right now is Hideo Itami. We're looking at complete domination here. Alter, der hat scheiß Comeback-Move gehabt. Was macht er jetzt? Ist das sein Signature-Move? Oh oh. Bitte kontern, bitte kontern, bitte kontern, bitte kontern. Look out! Nein! Elbow. Cover, wa? Ne, wir kontern. Wir kontern. Und jetzt! Jetzt wird's... Jetzt zählt's. Jetzt müssen wir das Ding beenden. Ja, Mann! TKO! TKO. Mein Gott. Okay, aloha. Und jetzt der Pin. Cover. Will it be? Eins. Zwei. Das gibt's nicht. Warum sind die Scheiß-Matches denn nie zu Ende? Kann doch nicht sein. Warum? Warum? Oh. Na toll. Finishing Move von Itami. Ja. GTS oder was? Oh nein! Das kann doch nicht sein. Let's see what happened during that incredible matchup. Das gibt's doch so knapp wieder. Aber warum reicht dieser Finisher nicht, um das Match zu beenden? Oh, what a spectacular match. Das verstehe ich nicht. Here's your winner. Unglaublich. What a great match.
and a huge victory to boot. There's nothing more pure than picking up a win and a good old fat. Naja, Respekt, Itami. Hat er super gemacht. Aber es ärgert mich natürlich. Warum reicht dieser scheiß Finisher nicht aus, um ein Match zu beenden? Zumal wir ja auch, wir haben ja auch einen Signature vorher noch gezeigt und der war ja auch schon böse angeschlagen, also. Vielleicht müssen wir einfach mehr Attacken machen. Vielleicht reicht das einfach nicht. Oh Mann. Darf ich mir bestimmt wieder was anhören in den Kommentaren? So, jetzt greifen wir noch bei dem Match hier ein, ne? Gegen Tyler Bretze. Wollen wir mal schauen. Adam die Rose gegen Tyler Bretze. Oh nein. Party People oder was? Oh Gott. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. From Mushiki, Bahama, weighing in at 221 pounds, Adam Rose. Oh, this match is going to be exciting. I can almost guarantee it. Two of WWE's absolute best preparing to square off here. Die größte Partymeile der Welt. Die lebende, größte lebende Partymeile der Welt. Tyler Breeze. Da. Und für uns ist das noch nicht beendet mit Tyler Breeze. Denn jetzt kommen wir. Wie wird er schon so eine Fresse zum Reinhauen? You know, I hate to be so negative, but this guy deserves every last boo he gets here tonight. This match is a lot of the reason why so many people are watching Superstars week after week. Super good looking. Irgendwie sieht das schon so aus, als müsste man die mal ordentlich die Schnauze polieren. So, jetzt geht's los. Und schau mal her. Hä? Wo steht er denn? Wo stand er denn gerade? Boah. Aha, Hilfe an, was heißt das denn? Turning it around, it's Tyler Breeze with the reversal. Oh! Hier kann man Hilfe, guck mal. Steuerung übernehmen, Adam Rose ablenken, Tyler Breeze ablenken, jubeln. Mit Objekt ablenken. Back into the ring now. Yeah, this is good. This is where the action needs to be. Komm mal hier. Alter. Lass mal die Steuerung übernehmen. Potential injury there. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary. Ausgeworfen. Dangerous objects. Don't mistake Adam Rose's colorful and careful. Kann ich das einfach ignorieren? For stupidity. I mean, this Na, guy toll. Knows exactly what he's doing in the ring. I particularly like how he zeros in on the head from almost the opening bell. Okay, also man darf den nicht angreifen, alles klar. Dann kann ich das Match auch beenden, das brauche ich mir jetzt nicht angucken. Wir sind eh schon bei 30 Minuten, das muss auch noch hochgeladen werden. Naja, das war eine weitere Folge von 2K16. Ich muss noch viel lernen, habe ich das Gefühl. Also die Pinsystemen und so und dann die Matches an sich, wie wir die createn sozusagen. Also ich muss noch ein bisschen lernen und üben, aber das macht ja nichts. Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, ne? Sag ich immer. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.
Ja, und die nächste Folge kommt ganz sicher morgen um 19 Uhr reingeschneit. Ja, morgen wieder ein bisschen pünktlicher. Heute war es etwas später, aber das lag daran, dass ich spät zum Aufnehmen gekommen bin und dass die YouTube-Uploads heute eine reinste Katastrophe sind. Ja, das ist teilweise im Moment echt ein bisschen traurig, aber gut, was willst du machen? Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!